Schwellungen im Gesicht sind viel, viel häufiger als man glaubt. Wir sehen regelmäßig Patienten mit Schwellungen im Gesicht. Das sind in aller Regel Lymphstaus. Wie man die behandelt und wie sie zustande kommen, versuche ich nun zu erklären. Wir sehen immer wieder Patienten, die zu uns kommen und sagen, sie hätten Tränensäcke und zeigen dann hier auf diese Region überhalb des Jochbeins. Nun, das sind in aller Regel Schwellungen in dem Fettpad, was deutlich unter der Knochenkante liegt. Das hat mit dem Auge gar nichts zu tun. Lymphstau im Gesicht ist sehr viel häufiger, als man denkt. Manchmal ist es sogar so, dass wenn man die Ausfringfunktion des Auges, das heißt, wenn ich mit Botox hier vorne die Krähenfüße behandle, diese Lymphstaus etwas verstärke. Was kann man machen, um das zu beseitigen? Man kann massieren. Und der häufigste aller Lymphstaus, ich sagte es schon, liegt hier vorne über dem Jochbein. Und da muss die Massage nicht nach unten erfolgen, sie muss zur Seite erfolgen, weil der Lymphfluss geht über das Jochbein vor dem Ohr nach unten weg, sodass man hier diese Lymphknotenstation behandeln kann. Das kann man gut selber machen. Der Profi in der Lymphdrainage wird auch noch versuchen, die Lymphknoten im Halsbereich und hinter dem Ohr zu aktivieren. Aber für den Hausgebrauch reicht es, mit etwas Creme die Lymphe nach oben seitlich auszuprobieren. Massieren. Wenn du nun Fragen zum Thema hast, dann hinterlass einen Kommentar. Wir diskutieren gerne. Und oder aber ruf uns an, mach einen Termin, denn beraten tun wir noch lieber.